In knapp einem Monat findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Und wieder mal kann man zwischen vielen Parteien auswählen. Die meisten beginnen in dieser Zeit auch immer mit dem Sondieren von medialem Content zur Meinungsbildung. Hilfreich ist dabei der sogenannte Wahl-O-Mat. Ihn gibt es in der Bundesrepublik seit 2002. Er dient dem Vergleich der eigenen Position mit der der Parteien, die zur Wahl stehen. Dazu werden Thesen, zum Beispiel aus den Bereichen Soziales, Arbeit, Bildung, Steuern und so weiter, formuliert, denen der User dann zustimmen, nicht zustimmen oder sich neutral positionieren kann. Am Ende sieht der Nutzer eine prozentuale Übereinstimmung mit den einzelnen Parteien und deren Wahlprogramm.